Bundesrat hast, der laviert und sagt, nicht nur beim Klima oder bei den Sanktionen, sie sind so nicht reingeschossen von diesen 220 Milliarden russischen Vermögen. In der Schweiz haben wir einfach den kleinen Teil blockiert. Und bei der Pandemie sind sie eigentlich nicht mit Entschlossenheit vorangeschritten. Einfach zweimal in der Woche beschlossen, sie tun einfach noch nichts. Beschließen, wir machen eine Vernehmlassung. Aber ich versuche ein bisschen Verständnis für das Gremium zu wecken. Du musst dir einfach vorstellen, wie das Menschen lädt. Das Knie, das die intern haben. Nein, mir ist das Protokoll vor der letzten Bundesratssitzung zugespielt worden. Das willst du gar nicht wissen. Nein, dann verstehst du nicht, warum das nicht rausschaut. Oder? Sitzung des Schweizerischen Bundesrates vom 5. September 2022 anwesend. Maruga, Amherd, Maurer, verspätet Gassis. Der Sommer vorbei, Frau Kauersutter, freundlich so, liebe Kolleginnen, Kollegen, seid ihr alle wieder gut gelandet? Ah non, mais je t'en prie, Karine, ich verbitte mir Bemerkungen zu meiner privaten Flugtätigkeit. Mais c'est privé. Ah, je m'excuse. Ich wollte nur wissen, ob ihr alle gesund seid. Geht dich nicht an, dass ich mit ein bisschen Covid bin, gepöstelt im Toggenburg. Sagt Maurer, ich habe ja nur ein paar Hemper gekauft. Alors, cher collègue Berse, nimmt den Anlauf. Der schreckliche Krieg in Ukraine, Monsieur Putin. Er geht zu weit, wir müssen gar nichts allein. Wir sind freie Bürger in einem freien Land. Aber Genosse Olaf Scholz hat der Schweiz dringend gebeten, das Sanktionspaket. Ja, so, Alain, willst du dich mit den deutschen Kollegen gut stellen? Willst du etwa wieder ein Blustpferdchen in Schwarzwald machen? Der Ueli nochmal in der Staatskarosse mit einem jungen Käferli. Also wenn ein Kollege Alain in Ausland fährt, ich bin zuständig, Mulet Gassis, ich bin der Außenministro. Aber doch nicht für außereheliche Beziehungen, Ignazio. Frau Sommaruga, du würdest dich gescheiter um die Kriegsverbrechen der Russen in der Ukraine kümmern. Also ich habe einen Bericht zur Neutralität in Auftrag gegeben. Einen Bericht? Was willst du mit dem Bericht? Die Viola, ich habe ja immer gesagt, dass der F-35A das für die Schweiz am besten geeignete Kampfflugzeug ist. Und jetzt mit dem Krieg zu Europa kann ich den Jet um Volk gerade hören gut verkaufen. Unsere Partei hat schon über 120.000 Unterschriften gegen dein Avion gesammelt, Viola. Der Initiative ist eingereicht. Mais écoute, Alain. Je pense que ce serait très important pour la sécurité de la population si les initiants retireront leur initiative contre le F-35. Geschätzte Kolleginnen, Kollegen, die Justizministerin, es gibt aus einem juristischen Standpunkt doch klare Anzeichen für Kriegsverbrechen. Ich meine, Kriegsverbrechen, das ist keine Worte der Politik. Ich denke an eine konstruktive Neutralität. Herr Gott, wie kann man so begriffsstutzig sein? Magari dovresti studiare il codice penale svizzero, sollte schon mal das Strafgesetzbuch lesen, Ignazio. Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu zerstören, ist auch gemäß Schweizer Recht ein Kriegsverbrechen. Und ich bin auch aus liberaler Warte geneigt, neue Sanktionen zu befürworten und den Rohölimport zu unterbinden. Nein, man könnte doch nicht den Handel verbieten. Der Ueli, jetzt müssen wir als kleines Land profitieren. Denkt an die KMU, den Mittelstand, die Wirtschaft. Welche Wirtschaft? Parmalee ist kurz verwacht. Auberge du Soleil à Bursin, bien oui, je vais bien aller boire un petit coup à l'Auberge du Soleil. Der Weiner ist die beste Medizin. Wach auf, Guy. Es braucht dringend einen Rettungsschirm für die Energiekonzerne. Wir müssen um jeden Preis verhindern, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom zu gefährden. Und warum muss ich denn einen Strom abwaschen und einen Darmagriff von Simonetta?
Frau Amherd, wenn Sie doch so abartig viel Klotz verdienen, ohne einen Finger zu rühren. Wir haben es tatsächlich mit einer paradoxen Situation zu tun. Die hohen Preise verhelfen Energiefirmen zu hohen Gewinnen. Es ist also kaum ersichtlich, warum sie nun den Staat um Hilfe bitten. Aber du sagst es. Wir müssen dem Volk den Sprit verbilligen und Christoph will jetzt sowieso eine Initiative zur Neutralität lancieren. Aber Ueli, du musst dein Freiheitsstreichler-Shirt jetzt wieder ausziehen. Durch diese Krise kommen wir nur gemeinsam, Frau Sommaruga noch einmal. Und die Schweiz muss sich einbringen, um das unermessliche Leid zu lindern. Kommen wir nicht wieder mit dem Bundesmutterton, Simonetta. Du bist schon lange nicht mehr Präsidentin. Und so ist es weitergegangen, bis der Bundeskanzler ist zu Gumpen. Wir müssen jetzt sofort in die Medienorientierung. Und dort hat unsere Energieministerin, du eben, verkündet vorgestern. Nein, das mal nicht. Wir sollen zusammen duschen. Sondern es gibt ein Ziel, die Stromversorgung in der Schweiz sicherzustellen, und zwar auch bei unvorhergesehenen Entwicklungen. Deshalb kommt jetzt der Rettungsschirm zum Einsatz. Nein, nicht Rettungsschirm für uns, für die Bevölkerung, für die Strombude, für die AXPO. Und ich habe einen Bericht zur Neutralität in Auftrag gegeben. Wie auch comunque una bella giornata.